Hallo und herzlich willkommen zu Sigrids Kreativtipp. Heute arbeiten wir mal mit Strukturpaste. Hier habe ich die Glitzerstrukturpaste benutzt und ich zeige euch, wie ich diesen Hintergrund damit gemacht habe. Für den Hintergrund, den ich euch gerade gezeigt habe, braucht ihr Strukturpaste. Ich habe die Glitzerstrukturpaste genommen. Dann braucht ihr irgendeinen Nachfüller und im selben Farbton ein etwas dunkleres Stempelkissen. Also ich habe hier jetzt zwei ganz alte Farben, die es schon gar nicht mehr gibt. Und zwar Blauregen und Aubergine, aber es ist halt relativ egal. Also wie gesagt, ihr braucht für die Strukturpaste den etwas helleren Ton und für das Restliche, was wir gleich noch machen, den dunklen Ton. Und dann braucht ihr natürlich ein Papier, auf das ihr die Strukturpaste dann auftragen könnt. Und dann können wir das Ganze jetzt auch schon anmischen. Dafür nehmt ihr dann jetzt einfach einen der Spatel. Ihr seht, ich mache das hier immer noch wieder zu. Also die Strukturpaste ist nicht unbenutzt, falls ihr das meinen solltet, sondern ich mache den Deckel immer wieder zu, weil das dann schön locker bleibt. Viele haben sonst das Problem, dass das Ganze austrocknet. Und dann nehmt ruhig relativ großzügig von der Strukturpaste, denn ihr müsst ja mehr oder weniger das ganze Papier gleich einstreichen. Und dann nehmt ihr eure Nachfülltinte und dann müsst ihr jetzt halt gucken. Also ich nehme jetzt erstmal nur einen Tropfen und vermischt das Ganze. Ist klar, je mehr ihr nehmt, desto dunkler wird das. Deswegen nehme ich jetzt erstmal nur einen Tropfen, weil ich glaube, dass es jetzt schon genug ist. Und dann, achso, das hier ist übrigens eine Silikonmatte. Ihr könnt natürlich auch alles mögliche andere nehmen, wo das jetzt nicht drauf antrocknet. Wenn ihr das jetzt so gemischt habt, also ich mische auch gar nicht mal so ordentlich, weil dann der Effekt noch ein bisschen schöner ist, dann tragt ihr das Ganze auf euer Papier auf. Verteilt das möglichst gleichmäßig. Dabei mischt ihr nämlich dann jetzt auch noch durch. So, und nehmt auch alles schön runter. So. Oh, habe ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen wenig. Da hätte ich noch ein bisschen großzügiger machen können, aber muss jetzt so reichen. So, und dann, wenn ihr das jetzt alles hier schön drauf verteilt habt, also ihr dürft auch ruhig den Spatel abstreichen, auch hier so ein bisschen gekleckert, wie das ist, dann nehmt ihr noch ein Stückchen Frischhaltefolie und das kräuselt ihr so ein bisschen und drückt das dann hier auf eure Strukturpaste. Da könnt ihr dann auch das Ganze noch mal ein bisschen verteilen, auch vielleicht da anstatt mit euren Fingern, wenn ihr dann das alles einigermaßen so verteilt habt, dann ziert ihr die Frischhaltefolie wieder vorsichtig runter und habt dann so einen ganz leichten Struktureffekt noch zusätzlich. Das macht halt dieses Geschmiere von dem Spatel, sage ich jetzt mal, weg. Und ihr seht, das ist dann jetzt so ein bisschen, ja, durch die Strukturpaste halt, durch die Folie halt so ein bisschen mit so Linien versehen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wenn ihr das jetzt noch mehr haben wollt, dann könnt ihr das jetzt halt auch noch mal so ein bisschen drücken und hier an der einen oder anderen Ecke noch ein bisschen auffrischen. Dann wird der Effekt halt noch mal ein bisschen anders. Dann müsst ihr das Ganze jetzt ein bisschen trocknen lassen. Zum Glück trocknet die Strukturpaste ja relativ schnell. Wie man sieht, nicht ganz so schnell, wie es schön gewesen wäre, wenn sie einem dann runterfällt. Das solltet ihr auf jeden Fall zügig abwaschen, damit das nicht alles antrocknet. Und wenn das Ganze jetzt ein bisschen angetrocknet ist, dann können wir weiterarbeiten mit dem Stempelkissen. Und dazu braucht ihr dann ein paar Wattestäbchen. Die nehmt ihr einfach so zusammen in die Hand und tupft dann damit auf euer Stempelkissen.
Und guckt auch nochmal, ob ihr alle erwischt. Und dann könnt ihr auf die Strukturpaste noch so ein paar Punkte machen. Ich finde, das ist ein sehr witziger Effekt. Und ihr könnt das ja dann auch so verteilen, wie ihr möchtet. So, jetzt muss das Ganze natürlich noch weiter trocknen, damit das Papier auch bearbeitet werden kann. Also legt es ja am besten ein paar Stunden beiseite, bevor ihr mehr damit macht. Ich habe gestern schon mal ein bisschen rumprobiert und dabei ist die Karte entstanden, die ihr auch im Eingang gesehen habt. Hier habe ich halt Blautöne benutzt, aber die Technik ist ganz genau die gleiche gewesen und ich habe dann halt mit den Rahmen hier das Ganze ausgestanzt, damit das, was hier außen jetzt nicht ganz so schön ist, dann eben verschwindet. Und jetzt glitzert meine Karte richtig schön cool und ich finde, das ist irgendwie ein mega lustiger Effekt. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alle Angaben findest du wie immer auf meinem Blog. Ich bin natürlich wieder sehr gespannt, was du mit der Technik anfängst. Freue mich über deine Beiträge und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!